Vor Jahren hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis, das ich heute mit dir teilen möchte. Noch heute beeindruckt mich dieses Erlebnis, weil es eine geistliche Botschaft für mich hatte. Und ich denke, dass es auch heute für dich, wenn du diese Botschaft hörst, auch eine Auswirkung in deinem Leben haben kann. Damals waren unsere Kinder noch klein und ab und an besuchten wir einen Spielzeugladen, um uns die besonderen Spielzeuge anzuschauen. Manchmal blieben wir vor besonders großen Spielzeugen stehen und überlegten, was man damit alles machen könnte. In mein Auge fiel damals eine königlich gedeckte Tafel, die die Firma Playmobil hergestellt hatte. Ich war damals in ganz besonderen Nöten und der Herr sprach auf eine ganz besondere Art und Weise zu mir. Ich hatte also diese königliche Tafel im Geschäft gesehen. Ich war aber wieder nach Hause gefahren und die Probleme und die Sorgen und diese ganzen Dinge, die damals in meinem Leben waren, beeindruckten mich zutiefst. Ich stand an meinem Bügelbrett und ich breitete vor dem Herrn alle diese Nöte aus. Da sprach der Herr zu mir: Geh in diesen Spielzeugladen und hol dir diese königliche Tafel, ich möchte mit dir darüber sprechen. So fuhr ich wegen dieses starken Eindrucks sofort wieder zurück zu diesem Spielzeugladen und siehe da, diese königliche Tafel war nicht mehr vorhanden. Ich fragte den Verkäufer: Sagen Sie, wo ist dieses besondere Spielzeug denn hin? Haben Sie es verkauft? Ja, vielleicht schon, aber ich werde nachschauen im Lager. Und er kam wieder zurück und sagte, ich habe nichts gefunden. Ich wollte schon frustriert aus dem Laden gehen, als ich die leise Stimme des Herrn wieder hörte. Diese Tafel ist noch da und du sollst sie dir kaufen. Ich möchte mit dir darüber sprechen. Wieder ging ich zurück in das Geschäft und sagte zu dem Verkäufer, ich glaube, dass doch diese Tafel irgendwo noch steht. Eigentlich war schon fast Geschäftsschluss und der Verkäufer ging wieder willig zu einem Regal und nach einer Weile kam er zurück, ganz erstaunt und sagte, tatsächlich, ich habe diese Tafel noch einmal gefunden. Eigentlich steht sie da, wo sie nicht stehen sollte. Ich habe diese Tafel, diese königliche Spielzeugtafel gekauft und stellte sie zu Hause vor mir auf. Und der Herr sprach zu mir und er sagte, siehst du, nichts in deinem Leben wird passieren, ohne dass es dich nicht vollkommen versorgen wird von meiner Seite aus. Feinde können um dich herum sein, aber die Gemeinschaft mit mir wird es in keiner Weise beeinträchtigen. Ich bin dein Versorger. Ich bin der, der den Tisch deckt, der dich reichlich und überfließend versorgt. Ich nehme dich in eine ganz persönliche Gemeinschaft mit hinein. Ich werde dich speisen, ich werde dir den Kelch überfließend einschenken und obwohl Feinde um dich herum sind, werde ich dich in meiner Gemeinschaft sättigen. Dich versorgen, egal in welchem Bereich jemals es irgendwelche Bedrängnis geben wird. Du bist von mir versorgt. Im Grunde genommen ist es das Bild aus dem Psalm 23. Ich bin der Herr, dein Hirte. Ich führe dich zum frischen Wasser. Ich werde dir den Tisch decken. Du wirst in meinem Haus bleiben, lebenslang. Gnade und Barmherzigkeit werden dir folgen. Das ist etwas, was mich stark damals beeindruckt hat. Und ich habe mir diesen Tisch aufgebaut und immer wieder gehe ich daran vorbei und er ist mir dieses Bild immer noch von Gottes Versorgung, von seiner Fürsorge und von seiner Gemeinschaft. Er bricht mir das Brot. Er schenkt mir den Wein seines neuen Bundes ein. Er bringt Auferstehungsglaube und Auferstehungskraft in mein Leben. Und das ist das, was ich dir heute für dein Leben zusprechen möchte. Gnade und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Haus des Herrn immer und ewig.
Siehst du, Gott hat mehr für dich.